Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Das hier ist der zweite Teil des Anfängerguides. In diesem Video werde ich zeigen, wie denn die Bot-Shops auf Griefer Games funktionieren, sowohl die Verkaufbots als auch die Ankaufbots. Ich bin jetzt auf City Build 1, ich werde euch das anhand vom Bot CB1 erklären, das funktioniert ja sowieso überall gleich, deshalb bin ich hier einfach mal, da ist ein sehr bekannter Bot ist und hier auch sehr übersichtlich ist. Hier haben wir auch einen Teleporter mit jeglichen Teleports, wo ihr eben hin könnt. Hier hinten sehen wir schon den Ankauf, da wollen wir jetzt erstmal nicht hin. Wir wollen jetzt erstmal was kaufen, zum Beispiel sagen wir, wir wollen jetzt Holz kaufen. Dann suchen wir uns jetzt am besten hier Holz aus. Wir sehen schon, je Stack $65 und je komprimierten 9er Stack $585. Bedeutet, wir merken uns jetzt einmal diese $65 oder wenn wir einen komprimierten 9er Stack haben wollen, eben diese $585. Da bekommen wir eben 9 Stacks, aber halt komprimiert. Wenn wir uns den Preis gemerkt haben, gehen wir in die Botkammer zum Bot, vorausgesetzt hier ist niemand anderes drin, darauf solltet ihr achten. Und dann geben wir einfach Pay und dann den Botnamen bot-cb1 ein, dann die 65 und wenn wir die gezahlt haben, schaut er kurz in die Kiste und dann wird er uns auch das jeweilige Item droppen. Kriegen sogar meistens noch eine Nachricht. Jetzt zeige ich euch das mal mit 585. Das ist nämlich der komprimierte Holz. Hat jetzt mir zum Beispiel zurückgegeben. Das liegt daran, dass er dieses Item nicht mehr vorrätig hat. Kurz zur Erklärung, wie diese Bots überhaupt funktionieren. Dieser Bot, der wird nicht von einem Spieler gesteuert. Das macht eine Mod, ein Plugin. Der Verkäufer speichert halt eben diese Items in seine Liste ein für den jeweiligen Preis. Und da fügt er eben eine Kiste hinzu. Und wenn der Item oder der Preis halt zum Beispiel $65 an den Bot gepaid wird, dann erkennt er direkt, ah, der will Holz kaufen und dann greift er auf die gespeicherte Truhe zu, nimmt den Stack raus und droppt das eben euch. Ich versuche jetzt nochmal für $150 einen 9er komprimierten Stein, ja, den sollte er eigentlich da haben, dann droppt er uns den. Wieder nur ein Stack, aber eben halt Stone 1, das ist halt der komprimierte, wenn wir den umcraften, haben wir eben diese 9 Stacks Steine. Jetzt ist es aber so, wir wollen ja zum Beispiel etwas nicht kaufen, sondern etwas verkaufen. Da gehen wir dann eben zum Ankaufbereich hin und dann sehen wir zum Beispiel, Sand wird je Stack $10 zum Beispiel gezahlt. Stein oder Holz, wie ich hier es sehe, wird zum Beispiel überhaupt nicht angekauft. Das ist von Bot zu Bot je immer unterschiedlich. Ich habe gerade noch den Eichenholz-Stack gefunden, da zahlen sie $30. Ihr bekommt natürlich immer weniger Geld als den Preis, den sie es verkaufen wollen. Die müssen ja auch irgendwie Profit machen. Deshalb gehen wir jetzt in die Ankaufskammer. Beim Bot CB1 ist es nämlich so, das sind zwei unterschiedliche Bots. Hier sehen wir schon, Ansprechpartner bot-cb1-ankauf heißt nämlich dieser Ankaufsbot. Und dann gehen wir hier einmal rein. Hier steht schon, wenn Lampen leuchten, sind noch Items in der Kiste. Der Verkaufsbot ist auf der anderen Seite, das ist klar. Items in den Spender oder hier darunter einwerfen. Entweder tun wir halt eben hier den Eichenholz-Stack hier eben hinschmeißen oder in den Spender. Ich lege ihn jetzt einfach mal in den Spender und dann sehen wir schon zum Ankauf-Knopf drücken oder per MSG Ankauf. Ich würde sagen, wir drücken jetzt einfach mal den Knopf. Dann schaut da hier, das wird nämlich durch den Trichter in diese Truhe eben gelegt. Und dann sollte er das jetzt auch checken und uns diese $30 geben. Wir haben jetzt nicht wundern, wir haben jetzt $230 bekommen, denn hier waren gerade noch die Lampen an. Bedeutet, irgendein Item war in dieser Kiste noch drinne, was irgendjemand nicht zum Ankauf freigegeben hat. Deswegen haben wir jetzt mehr Geld bekommen. Ich habe jetzt nochmal hier einen Stack Eichenholz gekauft. Jetzt gehe ich hier nochmal rein. Dann tue ich zum Beispiel jetzt das hier hindroppen. Und dann schreibe ich bot-cb1-ankauf. Hashtag Ankauf müsste das gewesen sein. Genau. Dann schreiben wir den einfach mal.
Und dann schaut er in die Truhe, klickt's rein und jetzt sollten wir diese 30 Dollar bekommen. Genau, denn die Lampen sind noch nicht mal am Leuchten. Eigentlich sehr simpel gehalten, sollte eigentlich jeder verstanden haben. Auf City Build 1 gibt es noch den Lucky Bot CB1. Hier ist es so, dass ihr keine 9er komprimierten Stacks bekommt, sondern die bieten direkt das 10-fache an. Bedeutet, ihr bekommt nicht 9 Stacks, sondern hier direkt 10 Stacks. Ihr steht ja zum Beispiel auf dem Schild 64, also ein Stack kostet 65 Dollar und 10 Stacks 650 Dollar. Diese 650 Dollar, die werden wir uns jetzt merken und dann werden wir hier in die Botkammer gehen. Hier ist niemand drin, das ist perfekt. Dann gehen wir eben hier hin, dann schreiben wir Pay und dann LuckyBot CB1, diese 650 Dollar. Dann payen wir die und dann bekommen wir auch jetzt diese 10 Stacks. Nicht wundern, bei diesem Bot ist es so, ihr bekommt diese Stacks eben einzeln gedroppt und nicht komprimiert. Deshalb solltet ihr auch bei manchen Bots darauf achten, dass ihr eben freie Slots im Inventar habt. Wenn euch das Video geholfen hat, dann lasst auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da. Abonniert und aktiviert die Glocke. Jeden Dienstag um 17 Uhr gibt es hier ein neues Video. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.